Im Rahmen der Doppelausstellung Ästhetik der Überwachung – Artefakte der politischen Kontrolle im fotografischen Bild werden im Kunsthaus Raskolnikow Fotoserien von Valentin Utnoviun und Wolfram Kastel präsentiert. Die Künstler untersuchen mittels der Fotografie den Überwachungsapparat ehemaliger Ostblockstaaten. Dabei erzeugen die nebeneinander präsentierten Serien wirkungsvolle Kontraste. Den dunklen, sphärischen Bildern der Türspione von Utnoviun stehen die hellen, sachlichen Aufnahmen von Kastel entgegen. In der Fotoserie Surveillance von Valentin Utnoviun sind Türspione zu sehen. Mit ihnen waren Gefängniszellen der ehemaligen DDR, der Volksrepublik Polen und in der Sowjetunion ausgestattet. In diesen Zellen wurden vor 1990 sowohl die tatsächlichen als auch die vermeintlichen Feinde des Kommunismus gefangen gehalten, in manchen gefoltert und getötet. Das Objektiv der Kamera ist genauso nah an der Tür wie das Auge, das in die Zelle schauen will. Dennoch bleibt der Raum für Betrachtende unsichtbar. So wird ein Gegenstand, der fürs Beobachten geschaffen wurde, selbst zum Mittelpunkt einer Betrachtung. Dabei verdeckt die gläserne Materialität das, was das Guckloch eigentlich zeigen sollte. Dank der verschiedenen Strukturen, die sich im Laufe der Zeit auf den Türspionen gebildet haben, leuchten die runden, transparenten Oberflächen, als wären sie Himmelskörper. Damit lässt der Künstler Raum für Interpretationen der abgebildeten Objekte, der Räume, die sie verdecken, und der Taten, die in ihnen einst begangen wurden. Den Kontrast dazu erzeugt die sachliche Fotoserie Staatssicherheit von Wolfram Kastel. Die fotografierten Gegenstände scheinen zunächst banal, eine Tasche, eine Armbanduhr oder ein Regenschirm. Einige wirken wie Scherzartikel, bei wieder anderen lässt sich der Zweck nicht sofort ergründen. Doch alle verbindet eine Funktion. Spionage. Dann erkennt man es deutlich. Eine Knopfkamera, verstecktes Mikrofon und ein falscher Bart. Alle entworfen und genutzt, um die damalige Bevölkerung zu überwachen, ohne dabei viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. In ihrer Gesamtheit verdeutlichten diese Gegenstände den Ernst und die Gewalttätigkeit des Überwachungs- und Repressionsapparats der Staatssicherheit. Dabei ist der Zusammenhang zwischen dem Gegenstand und ihrer Geschichte das, was ihm Bedeutung verleiht. Erst im Kontext mit der Zeit gesehen, versteht der Betrachtende das Unheil hinter den Objekten. Die parallel dazu gezeigten Sammlungsstücke der Gedenkstätte sind Zeugnisse politischer Verfolgung. Die meisten berichten von persönlichen Schicksalen ehemaliger politischer Häftlinge in der DDR oder von ZwangsarbeiterInnen in sowjetischen Straflagern.